Wir möchten euch heute einen Kurzüberblick über die App zum Rugged Robot von TTS geben. Hier seht ihr den Startbildschirm, wenn man die App mit Tippen geöffnet hat. Sie ist in englischer Sprache, aber das sollte euch nicht weiter stören, weil es sind tatsächlich hauptsächlich diese Anleitungen hier, die tatsächlich englisch sind. Der Rest ist intuitiv und ohne Sprache bedienbar. Wir haben drei Modi, die benutzt werden können. Zum einen den Step-by-Step-Modus. Wir gehen da mal rein mit einem Tipp. Was ihr hier macht, ist lediglich wirklich die Richtungstasten betätigen und mit Drücken auf eine der Richtungstasten fährt der Rugged Robot genau diesen Befehl. Also es ist praktisch eine Fernsteuerung vom Tablet. Mit dem Home-Button links oben gelangt ihr zurück auf die Startseite. Ich wähle jetzt den zweiten Eintrag, Basic Programming. Hier seht ihr links kleine leere Kästchen. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf den Pfeil nach vorne drücke, dann wird in diese Kästchenreihe ein Pfeil nach vorne eingebaut. Und ich kann so ein Programm schreiben. Zum Beispiel einen Schritt nach vorne, zweimal eine Drehung um 45 Grad, wären insgesamt 90 Grad und wieder ein Schritt nach vorne. Noch einen Schritt nach vorne und mit der Go-Taste, der grünen in der Mitte, kann ich mein Programm dann starten und im Nachgang, falls was schief geht, eben auch gucken, oh, welche Schritte habe ich denn und an welchem Schritt ist es denn anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt hatte. Ihr könnt diese Programme auch speichern. Oben seht ihr eine Diskette, zweites Icon von links. Könnt dem einen Namen geben, ich mache das gerade mal, was weiß ich, wie hier Drehung, ja, einfach den Namen dann vergeben und so könnte das Programm auch aufbewahrt werden. Ich klicke wieder auf das Home, auf das Häuschen oben links, verwerfe mein Programm, alle nicht gespeicherten Änderungen werden verloren gehen, jawohl, ist in Ordnung und gehe noch zum Explore-Mode. Dort seht ihr wieder die gleichen Befehle, die gleichen Kästchen zum Eintragen und wir haben hier dann noch zusätzlich die Möglichkeit mit Repeat a Section einen Teil des Programms zu wiederholen, mit dem Obstacle Avoider einzuschalten, dass Rugged Robot Hindernisse selbstständig erkennt und selbstständig auch versucht auszuweichen und mit dem Mode Selector könnt ihr Geschwindigkeiten einstellen. Soweit mal ein allererster Überblick über die App für den Rugged Robot.